So, diesmal schleichen wir mit meinem Bruder. Okay, we need to clear the joint out. Eight back. Engine's running. I'm waiting for you. Don't stick around too long. Wir stehen okay, hier. Time for a smash and grab. Erstmal müssen wir hier hinter. Hier ist, wie ich schon sehe, zu. Keine Pakete. Ganz außen rum. Wir müssen ganz außen rum. Remember, no civilians. Ja, Brüderchen zeigt schon, wie es geht. Guard, don't get close. Hier mal. Hier haben wir ein Paket. Gut, können wir nachher holen. Hier haben wir noch eins. So, hier haben wir eine Wache. Den kannst du eigentlich platt machen, oder? Oder willst du den zweiten machen? Keep your distance. Ja, es sind nämlich meistens zwei. Und so, mach einen ich und den zweiten mein wildes Brüderchen, aber schön versteckt. Alright. Das müssen nur zwei sein, ne? Es sind keine drei. Keep your distance. Zieh mal deine Maske an, wir müssen beide gleichzeitig ausschalten. Bleib doch da hinten stehen. Here goes nothing. I was in the bathroom. Whew. If you want to know the truth, today was Eskimo Day. So, everything's good. Just a little lost for a second. Den musst du da vorne wegholen. Ansonsten wird er sehen, wie da euch in so einem Zylist vorbeiläuft. So, wir holen uns dann hier. Alright. Genau das. Ausschalten? Zu spät. Hoffen wir, dass er keinen Alarm schlägt. Also immer schönes Ausrufezeichen. Sobald der Alarm schlägt, legen. Alright. Oh, jetzt sind es schon zwei. Drei. Schnuppi, wir müssen rein. Ich liege in ECM Gym. Ah, okay, Neustadt. Ja, irgendwie verkacken wir bei der ersten, so, beim ersten Versuch. Okay, Crew. Ein Push-to-Talk muss ich mir jetzt dran gewöhnen. So, Moment, ich bin jetzt für den Vorteil frei. Kann man auch die Stimmenaktivierung anmachen? Geht es auch? Dass du automatisch überträgst? Ja. Also wenn ich was sprich, dass das Mikro angeht. Puh. Ja, ist wurscht. Muss ich mich erst dran gewöhnen, halt deswegen. Sag ich ab und zu zwar was, aber du hörst mich nicht. Okay, we need to clear the joint out. Theoretisch könnten wir über Steam einen Anruf machen oder halt Team. Ja, das stimmt schon. Ja, das muss AVG halt. Ach, wir müssen es unbedingt machen. Ich kann es auch ganz normal nur so für mich kommentieren. God, don't get close. Am besten machst du die Wache platt, wenn sie da gerade in dem Haus vorbeiläuft. Und wir sind zu zweit, das heißt, wenn du die den Pager beantwortest und die zweite kommt, dann kann ich die zweite platt machen. Wenn der zweite kommt, machst du den zweiten platt, okay? Not sure. If it happens again, da ist nur einer. Worry about it. Ja, perfekt. So. Immer schön aufpassen, dass man nicht gerade so in das Blick. Ah, ich schau mal, wo die ganzen Wachen sind und check mal die Lache. Ich schaue in der Zwischenzeit mal nach Gauge Packages. Wir haben ein Fragezeichen. Ja, ich hab schon okay. Gesehen. Ja, Fenster. The display cases are smashable. Kann es sein, dass wir haben eine Wache bis jetzt. Nee, beim Chef steht noch eine drin. Ah, die müssen wir nachher auch schnell killen. Das ist aber die einzige Wache draußen im Laden selber, sind keine mehr. Ist doch gut. Kann uns nur dienlich sein. Ja klar, auf jeden Fall.
So, das Fenster bitte nicht einschießen oder einschlagen. Wie machen wir's? Macht Lärm. Wir gehen jetzt hier erstmal rein. Ich bin gerade hier, das Fenster aufgemacht, wir können rein. Also du musst halt Maske aufsetzen. Oh nee, fetter Safe. Den müssen wir nachher aufbohren. This is gonna be so much fun. Hast du ein Bohrer-Skill oder war das Rüdi? Das war Rüdi. Sollen wir Rüdi reinholen? Wenn er will. Ach ne, auf der anderen Seite müsste er erst wieder alles umstellen. Ich gehe jetzt mal darüber und mach mal da drüben alles platt. Easy on the triggers with civilians around. It gets expensive real fast. Wieso fesselt uns denn das? Alright. Theoretisch kann man es ja auch fesseln, ja, aber du hast gesagt, da ist eine Wache drin, deswegen habe ich es erstmal schön schnell über den Haufen geballert. Machen wir es gleich ganz, oder? Dann ist fertig. Dann können wir hinterher einpacken, während das Ding bohrt. Stimmt, können wir auch machen. Ich lege den ersten ECM-Jammer und dann rein. Ja, machen wir so. Gut, 3, 2, 1. Down. Stop. Get down on the ground. Get down. Think about what you're doing here, huh? Don't If you're move. Taken into custody now, the police will hold you for goddamn ever. Get down. Stay down. So, das hätten wir. Noch kein Glas zerschießen, bitte. Get down! Don't move! Stay down! Ich habe keine Kabelbinde mehr, wenn du noch hast. Also, hier sind wir disabled, das heißt, wir können die Gläser zerschlagen. I don't think das war that was verdammt anything. Knapp. So ein Pager, oh. Ja, oder? Das ist ja. Der letzte Pager, ja. Ja, dann passt. So, dann setze ich jetzt mal den Bohrer an. Ah, es ist immer richtig nervig mit den Zivilisten halt. Man sieht es eigentlich gar nicht. Halt. So, 5 Minuten Bohrerzeit. So, die Gauge Packages sind dafür eigentlich interessant, weil da sind die ganzen Waffenmods drin. Das heißt, wenn ihr Gauge Package voll habt, kriegt ihr, keine Ahnung, hier mal was, da mal was, man schaltet da. Immer schön die Gauge-Packages sammeln. Das war ein bisschen faul. Hey, nur 5000 auf Overkill? Boah. Hey, 5000 auf Overkill, ist ja mal lächerlich. Ja, es waren zwei Wachen waren's oder so, insgesamt. Nächstes Mal auf Todeswunsch. Abi, ja. Das Büro hast du schon leer gemacht, ja, oder? Großen beide leer. Ah, okay. Nachdem wir nicht genug Taschen haben, müssen wir den Safe knacken.
Ja, ich suche mal Packet. Jo. Ja. 155 Sekunden haben wir noch. Ja. Das langt. Alright. So, hier am Parkplatz liegen immer noch keine Gage. Ist aber nie leicht, die Teile immer gleich zu finden. Ja, die sind immer gut versteckt, ich weiß. So, Gage Packages. Meistens liegen sie irgendwie bei Mülleimern. Nice. So. Ist nix. Mülleimern. Hier liegen sie ab und zu mal rum. Hier. Mein Paar. Der Bohrer hat noch nicht gehangen. Bitte? Der Bohrer hat noch nicht gehangen, wow. Nee, noch nicht bisher. Jetzt hängt er. Jetzt hängt der Bohrer zum ersten Mal. Bin dran. Pass auf, ich versuche mal, vielleicht geht die Leiter hoch und schaut oben was nicht. Du musst beim Runtergehen, du weißt Bescheid. Ja, das knallt ab und zu mal. Naja, aber sieht nicht so aus. Aber ich sehe eins von hier oben. Wo denn? Wo denn? Den schwarzen Jeep bei den Parkinghäuschen. Na gut, das kannst du ja holen. Ja, ja. Ist das jetzt gerade auf dem Laden? Wenn ich nicht abstürze. Nee, nee, passt. Laden war nix. Hier in den Gassen liegen die ab und zu mal rum. Aber jetzt gerade nicht, leider. Unter Bänken. Also doch, diesmal waren sie echt gut. Alright. Oh, wo war das? Zwei Stück, das war unter der Parkbank. Ah, okay. Die liegen manchmal auch auf Schränken und so ein Scheiß. Ja, das habe ich schon, das habe ich schon rausgefunden. Oder inschränken. Oder unter Tischen. Auf Tischen. Der lichten Störsender. Ja, wir haben hier welche gesetzt. Da hat wohl einer die Bank ausgeraubt. Welche Bank? Du meinst den Juwelierladen? Den Juwelier, Entschuldigung. Der Tresor ist übrigens offen. Ja, ja, okay. Ja, such mal weiter, oder lass mich. Sollen wir jetzt erstmal den Tresor fertig auf? So, das hätten wir. Ready for
Vlad, is it enough for us? Your call. Ja, 105.000 fürs letzte Bäckle, also. Ich würde sagen, wir lassen es. Das sind zwei Bäckle, auf die es geschissen. Bringen eh nichts. Also ist eh egal. So, some pretty sweet snatch and grab back there. I bet they're going to invest in better security measures. Or close. Egal, aber not our problem. Was für Schwierigkeitsgrad war das jetzt? Der Unterschied ist, bei Deathwish kann es passieren, dass man erst noch mit einer Karte, die eine der Wachen fallen lässt, den Sensor deaktivieren muss, der jetzt schon auf Disable stand. Aber das ist eigentlich der einzige Unterschied.